Ich bin Valentin Lippmann. Ich habe für die Grünen die Themenbereiche Innen, Sicherheit, Verwaltung und Asyl maßgeblich in den Koalitionsverhandlungen in Sachsen mitverhandelt. Ein Themengebiet, wo man konstatieren muss, dass in der Vergangenheit deutlich geworden ist, dass die Vorstellungen zwischen den drei Koalitionspartnern sehr weit auseinander liegen. Und umso erfreulicher ist aus meiner Sicht das Ergebnis, was jetzt im Innenkapitel in diesen Koalitionsverhandlungen nach zähen und langen Verhandlungen rausgekommen ist. Sachsen wird ein Transparenzgesetz kriegen, ein großer Erfolg aus unserer Sicht. Daten und Informationen, die den Behörden vorliegen, werden nicht nur auf Antrag freigegeben zukünftig, sondern, sofern verfügbar, auch digital in einer zentralen Plattform bereitgestellt. Ein langer Wunsch von uns Grünen, der nun endlich mit diesem Koalitionsvertrag Realität werden kann. Wir haben einen Paradigmenwechsel hin zu einer menschenrechtsorientierten und bürgerrechtsorientierten Sicherheitspolitik eingeleitet mit diesem Koalitionsvertrag. Das leuchtende Beispiel dafür ist, dass Sachsen, endlich auch Sachsen, eine Kennzeichnungspflicht für Polizeibedienstete im Einsatz bekommt. Das ist ein großer bürgerrechtlicher Erfolg, für den wir Grüne lange gestritten haben und der jetzt mit diesem Koalitionsvertrag wahr werden könnte. Und wir haben es geschafft, dass es ein Bekenntnis hin zu einem liberaleren Versammlungsgesetz in Sachsen gibt. Etwas, was wir in der vergangenen Legislatur mehrfach versucht haben zu erreichen. Und die Chance dafür ist nun mit diesem Koalitionsvertrag auch gelegt. Es wird, das ist gerade in Anbetracht der Situation, in der wir uns und unsere Demokratie sich befindet, ein sehr großer und wichtiger Erfolg. Es wird ein Gesamtkonzept gegen Rechtsextremismus mit einem klaren Vorgehen und einer klaren Haltung gegen Rechtsextremismus geben, in einer Deutlichkeit, wie das in noch keinem sächsischen Koalitionsvertrag verankert war. Das ist insbesondere für uns Grüne als diejenigen, die in der Vergangenheit sehr deutlich auf eine Haltung gedrängt haben gegen Rechtsextremismus und eine klare Kante der Sicherheitsbehörden, ein Riesenerfolg. Und auch im Asylbereich gibt es Erfolge in diesem Koalitionsvertrag. Wir gewährleisten zukünftig, dass minderjährige Kinder in den Erstaufnahmeeinrichtungen ab dem vierten Monat in einer Regelschule unterrichtet werden und nicht mehr in irgendwelchen Curricula, die mit schulischer Bildung wenig zu tun haben. Und Sachsen bekennt sich auch dazu, dass man den Bund stärker in die Pflicht nimmt bei den Programmen für die Aufnahme von vulnerablen Gruppen, dass man sich beim Bund dafür einsetzt, dass solche Programme kommen, insbesondere für Familien und Kinder aus dem Nordirak und Nordsyrien. Das sind Punkte, die auch zeigen, dass wir in diesem Bereich als Grüne durchaus einiges erreicht haben. Insgesamt gilt für das Innenkapitel ein Thema, das sehr umkämpft war, wo ich jetzt dastehe nach den Koalitionsverhandlungen und sage, da sind wir deutlich besser am Ende mit unseren Inhalten durchgedrungen, als vielleicht der ein oder andere im Vorfeld und auch nach den Sondierungen geglaubt hat. Und von daher bin ich persönlich mit diesem Kapitel durchaus zufrieden.